Hallo und herzlich willkommen zum Fußballquiz. Wir alle mögen Fußball, schauen uns Woche für Woche die Spiele unseres Lieblingsclubs an. Aber kennen wir uns auch in der Liga aus, in der unser Verein spielt? Testet hier euer Wissen und schaut, was ihr alles am Ende über die Regionalliga West wisst. Also, viel Spaß bei dem Quiz. Und denkt dran, nicht schummeln. Mit der Spielzeit 2021 spielt mit Preußen Münster ein Verein in der Regionalliga West, der seit der Neustrukturierung 2012-13 nicht in dieser Liga spielte. Doch wisst ihr auch, wie viele Vereine insgesamt, inklusive der aktuellen Saison, schon in der Liga spielten? A. 21 B. 27 C. 36 oder D. 39. Die richtige Antwort ist D, 39. Na, hättest du mit der Antwort gerechnet? Wirklich? Dann bin ich mal gespannt, ob du die nächste Antwort auch weißt. Welcher der 39 Vereine hat mit 134 Siegen die meisten Punkte auf seinem Konto? A. Rot-Weiß Essen, B. SC Verl, C. Viktoria Köln, D. FC Hennef. Richtig, Viktoria Köln hat in ihrer siebenjährigen Zugehörigkeit beachtliche 466 Punkte geholt. Zweiter in dieser Rangliste ist übrigens Rot-Weiß Oberhausen mit aktuell 460 Punkten. Also werden sie aller Voraussicht nach Viktoria diese Saison noch ablösen. Apropos ablösen. Welcher Rekord diese Saison wohl Bestand halten wird, ist der Zuschauerrekord von 30.313 Fans. Doch in welchem Spiel wurde dieser aufgestellt? A. Aachen gegen Essen. B. Essen gegen Oberhausen. C. Aachen gegen Mönchengladbach Amateure oder D. Essen gegen Rödinghausen. Antwort A ist richtig. Am 7.2.2015 brachte diese Menge den Tivoli zum Kochen. Zum Kochen bringt auch ein guter Torschütze die Gegner. Aber welche Mannschaft stellte denn in den letzten Jahren die meisten Torschützenkönige? A. Wuppertaler SV, B. SV Rödinghausen, C. Sportfreunde Lotte, D. Viktoria Köln. Mit zweimal Simon Engelmann und einmal Marius Bülter stellte der SV Rödinghausen dreimal den besten Knipser der Liga. Mehr als dreimal konnten die Fans im Spiel BVB 2 gegen SV Strahlen jubeln. Wie viele Tore fielen in dem Spiel am 4.5.2020? A. 9 B. 10 C. 11 D12. Der Endstand in diesem Spiel lautete 9:2 für die Dortmunder, also Antwort C, 11 Tore ist richtig. Richtig schlecht lief es in der Saison 16-17 für Rot-Weiß Aalen. Welches Kunststück brachten sie da zustande? A. Sie stiegen trotz zweimaliger Tabellenführung ab. B. Sie stiegen ab, stellten aber den Torschützenkönig. C. Sie stiegen ohne einen einzigen Sieg ab. D. Sie stiegen ab, obwohl sie ein positives Torverhältnis von plus 20 hatten. Richtig.
Richtig ist Antwort A. Es waren zwar nur die ersten beiden Spieltage, die Allen auf Platz 1 verbrachte, aber bis jetzt sind sie die einzige Mannschaft, die es überhaupt fertiggebracht haben, trotz Tabellenführung abzusteigen. Kein Abstieg, aber ein Platzverweis kassierte der Fehler Sam Salehi im April 2014 gegen Rot-Weiß Essen. Er kassierte kurz nach seiner Einwechslung die rote Karte. Aber wie lange war er auf dem Platz? A. 2 Minuten. B. 4 Minuten. C. 6 Minuten. D. 10 Minuten. Eingewechselt in Minute 87 und mit Glattrot in Minute 93 wieder runter. 6 Minuten, mehr war für ihn nicht drin. Aber auch so hätte er wohl nicht länger gespielt, da das Spiel danach abgepfiffen wurde. Die Liga nach oben verließ 2014-15 Sinan Kurt. Bayern München kaufte den Linksaußen. Doch wie viel ließen sie ihn sich kosten? A. 1,5 Millionen. B. 3 Millionen. C. 4 Millionen. D. 6 Millionen. Mit 3 Millionen Euro Ablöse wurde er zum teuersten Transfer der Regionalliga West. Gebracht hat es ihm aber nur wenig, da er den Durchbruch nie wirklich schaffte. Vielleicht schafft es ja Noel Furtkeo irgendwann. Dieser schrieb im März 2020 Regionalliga-Geschichte, doch wodurch? A. Jüngster eingesetzter Spieler. B. Jüngster Torschütze. C. Größter Spieler der Liga. D. Schnellster Spieler der Liga. Beim Spiel gegen den Bonner SC war der Essener 17 Jahre, 3 Monate und 2 Tage alt, als er der jüngste Torschütze der Liga wurde. Aber nicht nur die Jungen können Tore schießen, auch die gestandenen Spieler haben sowas drauf. Der älteste Torschütze ist Erkan Aydoukmus. Doch wie alt war er bei seinem Rekordtor? A. 34. B. 35. C. 36. D. 37. Richtig ist Antwort D. Er war genau 37 Jahre, 7 Monate und 3 Tage, als er für den Wuppertaler SV gegen Schalke traf. Und wie viele Fragen konntest du richtig beantworten? Bist du der komplette Insider oder nur ein Mitläufer? Schreib doch dein Ergebnis in die Kommentare und vielleicht kennst du ja noch andere tolle Rekorde der Regionalliga West. Möchtest du ein Quiz auch für andere Ligen haben? Dann lass es mich doch wissen. Bis dahin, euer Pascal.